Willkommen zurück zu Let's Play The Hellring Online. Weiter geht's mit einer neuen Trollhunde unterwegs. Letzte Folge haben wir die deutschen Trollhunde abgeschlossen. Das ist eine längere Folge. Ziehen Sie den Bereich ins Lager und sollen erstmal noch kurz mit einer Ruchwürden hier hinten in der Brücke sprechen. Und danach geht's runter zu Talburinen. Minuten, weil das fehlt uns noch. Und dann haben wir nur das Hochmoor und das Tal der Riesen. Also werden wir den Trollen auch schon durch. Und können uns im nächsten Gebiet widmen. Im Schäfendim. Sie beschissen hat. Das böse Feind schält alle dunklen Dinge unter seinem Banner. Danke für eure Nachtrast. Ich werde Herrn Elrond die Kunde zukommen lassen. So. Was sagen wir jetzt? Reisen wir mal kurz da hoch, weil von da aus ist es dann einfach nach Talburin. So, ich werde dir gut zeigen, nehme ich mit. Was benötigt ihr? So, Thorin hat schnell Reise, machen wir mal. Müssen wir noch das Webfest machen. Es ist noch bis 2. November. Ich nehme es gerade im Oktober auf, hier sind es 10. Nur ungefähr eine Woche, das Fest zu machen. Ja, warum ist denn da hinten der Markierungsstein? Muss ich verstehen. Wir müssen uns danach sollte den Traumpfad nehmen, der von der Straße Süden schließlich den Berg hinaufführt. Okay, ich würde niemals, ich hätte niemals diesen Weg genommen. Ich hätte aber den durch Pamba genommen. Wahrscheinlich gibt es den einfacheren Weg. Interessant. Decken für die Zwerge und Verboten des Todes. Haben wir Verboten des Todes schon? Haben wir schon. Und das Decken für die Zwerge. Okay, haben wir beide schon gemacht.
Er verfolgt, toll. Ich dachte, dass es hier runter geht, tatsächlich. Ist mal runtergefallen. Da sind hier Würmer. Oh, das ist eine neue Quest hier, der Wurzelkriecher. Nehmen wir erstmal oben die Quest an, bevor wir jetzt hier Großes machen. So, Haradir, sind wir in Talbrunnen. Sag Grüß, falls ihr nach einer Schandlefs sucht, so seid ihr fast am Ziel. Ihr müsst nur den Hang im Südosten erklimmen. Auf wie Gipfel seid ihr am Lager in der Ruin? Stellt euch nicht sehr vor. Sie wird euch von diesem Land erzählen, euch sagen, was ihr tun könnt, um uns zu helfen. Megovannen. Ein Stallmeister. Wir sind Talbrühen, Echard Kandalev. Findet Zerit Ulon, ist es Irksingor, Echard Gaudaran, Doref Uluk und Delosat. Meine Quests, muss ich nur anführen. Ist ja doch da unten drin. Ah ja, also okay. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Es freut mich, euch zu treffen, Latras. Wir bedingen dringend Hilfe. Talbrunnen ist zu einem gefährlichen Ort geworden. Gauriel mit fernen Norden haben den Weg hierher gefunden und eine Lage im Südwesten aufgeschlagen. Die Dark-Tau-Kaschau in den Tiefen von Irksingor stacheln die Waldtore zu mehr und mehr Böswilligkeit an. Und die Felsen von Sigurd Ulon machen das Reisen in diesen Landen sehr schwer. Einige Herren sind gekommen, wir sind so gastfreundlich wie möglich. Behandelt sie höflich, denn sie sind unsere Gäste. Hinzu kommt, dass Diener Angmars und Talbrunnen eingetroffen sind. Sie haben ihr Augenmerk auf die kleinen Ruinen gerichtet, die es überall in den Wäldern gibt. Dadurch weiß ich, was sie dort suchen. Gibt es etwas, das ihr benötigt? So, dann nehmen wir die ganze Quest hier an. Kanal. Bleibt noch einen Moment. Gefährliche Unterfangen. In den letzten Tagen waren mir bang ums Herz, Natras, und ich hoffe, ihr könnt meine Furcht zerstreuen. Ein Reise namens Tim Strauchler aus Pre kam auf seinem Weg nach Süden nach Echard Kandalev. Er war Handwerker, er führte Holzfiguren und erlesener Qualität mit sich, die er auf weiten fernen Märkten zu verkaufen hoffte. Er hoffte, genug Geld einzunehmen zu können, um seine junge Frau Noara zu unterstützen, und war begeistert von den guten Aussichten. Und wie diese Straße selten bereist und er das Lager verlassen hat, nagte eine stille Sorge an mir. Wäre es zu viel, hat verlangt, die Straße im Süden nach Holz zu nehmen und nachzusehen, ob er mich in Schwierigkeiten steckt. Ich wüsste also auch nicht, werde nichts finden, aber es wäre mir wohl, wenn ich Gewissheit hätte. Ach krass, dann geht's nach Helion. Schade, so ihn von Hulstal auf Südstelle der Kandalev. Wir gehen berühmt bei einer kleinen Furt östlich von Grabertz Häuschen und dann Steg zum Hulstkamin aufzufüllen. Der Straße nach Hulst nach Spuren von Tim Straufler. Bleibt noch einen Moment. Schwächer Weg. Schade, durch Talbrunnen ist kurz das nur ein Trampelfahrt, dennoch wird sie immer noch von Reisenden benutzt, die in Süden nach Hulsten reisen.
Da muss ich passierbar bleiben. Ich habe von den Elrond den Auftrag bekommen, die Straße freizuhalten. Dort ist eine zaubwendige Angelegenheit und oft kann ich alle Hindernisse und Gefahren beseitigen. Der Pfad verläuft nördlich von Escher Kandelef und südlich nach Hulsten und ist oft vor lauter Dornranken und tückischen Steinen nicht passierbar. Aber man hält sich häufig wilde Langwanderer in der Nahe der Straße auf und bedrohen Reisende. Wenn die Straße von diesen Gefahren befreien könnte, werde ich euch für irgendwie belohnen. Rob Dornranken von der Straße, tückische Steine von der Straße, besiegt große Talböcke. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Das ist kein Geheimnis, dass ich mich für einen guten Koch halte nach draußen. Ich bekomme oft neue Rezepte zum Ausprobieren von den Leuten. Verbringe mehr Zeit mit der Zubereitung köstlicher neuer Speisen als mit dem Jagen. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen, wie ich immer sage. Ich habe mich neulich von einem Zwerg namens Veton unterhalten, der in Talbrühen auf dem Weg nach Norden auf der Duschreise war. Aber vor allem hervorragendes Rezept für Kröteneintopf erzählt und sich nach einiger Überzeugungsarbeit bereit erklärt, es mir zu geben. Würde mir helfen, die Zutaten zu besorgen. Ich brauche noch ein paar Zungen und Beine. Kröten findet ihr bestimmt an den Füßen in Talbrühen. Die Kröten-Fußkröten sollen die köstlichen Beine Zungen haben. Bringt mir auf keinen Fall die von den Roten. Wer vorhin war, da sehr bestimmt. Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Der weiß ich. Schön, euch zu sehen, Natras. Ich habe Ihnen doch gerade von meiner letzten Beute erzählt. Einen mächtigen und edlen weißen Hirsch, den man ihn nun zuvor gesehen hat und nie wieder sehen wird. Ich verfolgte ihn von Gladalf bis nach Nontornalf, doch er schreckte sich in der Verlust seine Fährte. Ich spürte ihn in den Brünenschuchten wieder auf und folgte ihm gen Süden in den Hügel bei diesem Lager. Es wurde schon dunkel, als er nach Westen wandte und ich hinter ihm war, schoss ich einige meiner Pfeile auf ihn ab. Ich weiß, dass ich ihn zur Strecke gebracht habe, Natras, aber der Dunkelheit konnte ich ihm nicht folgen. Er ist dort draußen. Die größte Beute ist der Geist Tristan. Wenn ihr auf die Kadaver des weißen Hirsches stoßt, nehmt meine Pfeile und den Kadaver und bringt beides zu mir. Meine Jagd für weißen Hirsch wird sicher für ein, zwei schöne Geschichten am Feuer gut sein, aber ihr werdet daran Erwähnung finden. Der Hirsch hat sich nach Westen gewandt, doch selbst in seinen letzten Schritten hätte er sich gehütet, den Gauridalen in den Waldhorn zu nahe zu kommen. Tut, wer sich von der Kenne von dem Kadaver und auch zwischen den Halbstädten sich hertun. Gut. Dann haben wir noch Series. Würdet ihr mir bitte eine Minute eurer Zeit Steintrolle? Sei gegrüßt, ich habe ein kleines Problem. Ich habe stets Kartun gejagt, die Nacht den Unterschlupf verlassen. Doch diese Tage ist zu gefährlich. Steintrolle haben das Gebirge verlassen und machen das nachts tiefer gelegene Pfade unsicher. Ich habe die Fähigkeit, noch das Wissen, das mit Trollen aufzunehmen. Doch ihr seid mir robust genug, um einen solchen Abenteuer zu trotzen. Möglicherweise habt ihr sogar Erfahrung mit Trollen. Würdet ihr ein paar von mich erledigen, vielleicht ziehen sie sich dann wieder in den Nebelgebirge zurück. Besiegt Steintrolle und Talbrünen. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Sie gehen Natras, wie wir durch die Wälder um den Klippen von Talbrünen kriechen. Sie kommen an den Felsen hoch mit den Brünen, östlich von Escher Kanalef zur Welt. Ihr Vater ist Saluk, eine höchst widerwärtige Kreatur, und ihre Mutter ist Samenil, bösartig und davon besessen, ihre Brut zu beschützen. Eines wollte ihr Herrschaft diese Gegend am Ende bereiten, doch ich war allein, es gelang mir nicht, ihnen den Garros zu machen. Jetzt bereue ich die Entscheidung, mich über viel fliehen ließ, doch ich dachte, ich hätte sie so schwer verwundet, dass sie keinen Schaden würden anrichten können. Ich hatte mich geirrt. Ihr Jungen sind herangewachsen und sie brüten noch mehr aus. Sobald wir diesen Teil brüten, für die Kreaturen so wimmeln. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr zu Ende führen könntet, was ich erst begonnen habe. Sigurd Unlun liegt direkt östlich von Escher Kanalef, inmitten hoher Berge. Ihr müsst zum Teil brühen zurückkehren, dort das östliche Ufer wechseln. Du siehst eine lange Fahrt, der sich hoch in die Berge windet. Folgt ihr bis auf die Gipfel und geht so lang in den Süden nach Sigurd Ulun. Dort wird ihr Saluk finden, doch seine will vermutlich fliehen. Westlich von Sigurd Ulun direkt am Rand der Klippen, ihr habt einen Moment aus der Erde. Stellt euch an den Rand der Klippen und schaut in die Ferne. Ihr könnt für mich sehen, welche Richtung seine will geflohen ist. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr es herausgefunden, Saluk tötet und noch die Zahl der Felswürmer dezimiert habt. Gut. Ist da drüben mehr strafende Trolle? Was meint die Richtung? Dann sind noch Dornranken. Mal damit an, die zu entfernen. Wir haben auch noch eine andere Quest hier, die Talböcke. So, die Hilfsstaffel hier in den Talböcken haben wir noch. Pflegung der Jäger.
Frim! Also ich weiß, wenn man sich nicht groß tut, nur da. Erstmal so im Saluk. Folgen wir an der Straße. Die ist fast gleich neben der Straße, die steil begrünt führt, aber seltsam ist, dass es voller Pfeifenkraut ist. Es ist schon selten genug, dass Wagen auf der Straße fahren, aber Wagen mit Pfeifenkraut sind noch viel seltener. Ihr führt einen Bullen mit Pfeifenkraut des Fasses und seid entschlossen, eins in den nageligen Bruchstadt zu bringen. Vielleicht weiß heute ja jemand, wie es fast hergekommen ist. Wenn mit jemand mit dem Pfeifenkraut jemanden im Bruchstadt. Faulte Wurzeln, bis die Kiescher in Schallbrunnen. So. Man hat schon weiß, dass hier schlaufen. Okay, so ein Angerin, sie sollen vielleicht meiden. Meist Fleisch wurde aufgefressen. Welche Bestie soll die Kreatur suchen? Folgt den Spuren der Kreatur in Nordosten Richtung Fluss. Und mal treiben keine Kundhalbungen im Unwesen. Ihr habt die Spuren der Kreatur gefunden, aber führen sie in Nordosten zurück zum Fluss. Spuren führen weiter nach Nordosten zum Fluss. Und der Kreatur verlaufen ostwärts entlang des Flusses. Und kann mir die Kröten gleich mal an für die andere Quest. Aber Quarkt besiegt Kröten in Talbrünen. Weiter nach Hinweisen auf die Kreatur, der schleichende Schatten. Ich hatte versucht, das Ufer zu erreichen. Abgenagte Fischgräten. Weil wir geschwunden haben, sind wir dann sucht weiter nach Hinweisen auf die Kreatur. Niemals hat diese Gräten vollständig abgenagt. Okay, so ein typischer Stein. Yeah.
So, jetzt am besten Ufer nach Hinweisen auf die Kreatur. Garbets Häuschen haben wir entdeckt. Aber die Bewohner sind vor den Gefahren, die hier lauern. Das ist völlig inakzeptabel. Ihr kommt zu spät, wir wissen von der Gefahr. Gestern Abend, nach Einbruch der Dämmerung, haben wir die Kerzen gelöscht, die Tür verriegelt und sind zu Bett gegangen. Dann hörte ich etwas in dem Zimmer meiner kleinen WLAN. Meines kleinen WLAN. Er ist noch ein Baby, versteht ihr? Und so könnt ihr wohl meine Sorge verstehen. Ich dachte, es könnte ein Vögel sein, der durchs Fenster geflogen war. Jetzt ist mein Stück offen, damit eine leichte Brise weht und Walem sich nicht fürchten muss. Da ich das Zimmer betrat, erkannte ich, was es war. Es war kein Vogel, es war ein Monster. Ein schreckliches, kriechendes Ding, das auf dürre Beine stützte, schlurfte auf WLANs Wiege zu und ein schauriges Kugeln entrang seiner Kehle. Dann ab, es war klar, er wollte mein Kind verschlingen. Da schrie ich so laut ich konnte und hechte auf die Bestie zu. Wenn ich bewusst, was es tat, dann sprang die Kette aus dem Fenster, durch das sie sofort eingedrungen war, verschwand in der Dunkelheit. Ich verlange nicht viel von euch. Einige Vorbereitungen. Mein kleinen WLAN geht es gut, dass er das Monster zurückkehrt. Nur vielleicht war uns das Glück hold und hat uns einen tapferen Jäger geschickt. Wenn er helfen wollte, sollte mein Mann Garbett sprechen. Mit Garbett. Was cool, es ist sehr ungewöhnlich, so weit unterm Leuten auch was an den Angler zu sehen oder was man heutzutage so Angler nennt. Ihr sagt, die Elben haben euch geschickt. Ich habe Geschäft mit einigen Elben getätigt, aber ich wusste nicht, dass sie so viel von mir halten, sondern nur zu Umsatzhilfe helfen wollen. Einige Vorbereitungen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? So ist es, mein Freund. Wir können das Haus nicht verlassen, solange diese Kreatur hier draußen herumschleicht. Ich will mindestens so sehr wie ihr, dass sie gefangen wird und Afan geht es genauso. Dort darf mein Häuschen nicht unbewacht lassen. Aber ich mache euch ein Angebot. Geht zu meinen Netzen, holt meinen Tagesfang. Dann werde ich euch helfen, eine Falle für die Kreatur aufzustellen. Und mein Glück ist der Monster nach Fisch. Ich habe mein Netz in sämtlichen Gewässern von Talbrühen ausgeworfen. Nur nicht jedes Netz wird mit Fischen gefüllt sein. Das ist das Los der Fischer, mein Freund. Hol dir, was du kannst. Gut. Kann die auf der benutzen? Ja, hört so einfach. Krass, hier geht's jetzt nach Hulz. Ich glaube, wenn das unterschwimmen würde, wäre man eher gegangen. So, Quark abgeschlossen. Jetzt brauchen wir aber noch zwei Kröten. Nur die Grünen hat er ja gesagt, aber die Grünen immer von Roten bekleidet werden. Spielt das ja eh keine Rolle. Wow, was hat er hinter uns? Dammit. Quest mit dem Hulsten. Tim Strauchler, was lau ich. Ein Wagen zu auf der Straße und gibt Hinweise auf einen Überfall. Ich will es auch bauen, der Dorf. Der Etikett steht der Eigentum von T. Strauchler. Tötet ihn! Aber Holzikonen findet im Schauler.
Fick Auridan, hat heute gegeben. Der Lager der Gauen entsuchen und Tim Schauer Bretten sollte er noch am Leben sein und sammelt seine Ware ein. Wo für der Rhein? Aus der Wildnis. Sie gauge da an den Talbrüllen. Okay, die scheint nach Hulsten zu reiten. Ich kannte die Strecke hier noch gar nicht. Na gut, der scheint irgendwo da drüben zu sein. Mit dem Questmarker. Gehen wir noch dahin. So, jetzt haben wir ich hatte Gauradan. So, jetzt müssen wir nach Team Straule suchen. Sie gauert an Ritualisten. Zauberer des Wolfs. Keine Höhle. Der Staude hier drin ist. Weiß ich nicht, weil ich die Quest nicht kenne. Er könnte in der Höhle sein, aber ich weiß es halt nicht. Ich muss jetzt durchspitteln und wenn nicht, dann habe ich halt umsonst Skaurodans besiegt. Ja, hier oben ist aber Ende. Er scheint nicht hier drin zu sein. Ist hier am Ende nicht. Ja, ist Ende im Gelände. Ach ne, gar nicht. Hier geht's weiter.
Aber hier ist er denn. Der wird irgendwo draußen auf dem Pfahl hängen, müssen wir eskortieren, sonst sind wir aber nicht groß. Wir haben jetzt zwei von der Ritualisten. Wieder raus. Ich glaube, der ist ja nicht drin. Jetzt alle anderen Quests sind ihn noch nicht. Wir können gerade das besiegen, wo beendet dieses Film noch Treppen darstellten. Ich zweifle irgendwas, der tatsächlich drin versteckt wird. Aber nee. Der Ring zeigt die Höhle. Also doch. Das ist hier der Ring. Das ist jetzt hier drin. Weil, wo soll er sonst sein, wenn er ein Ring ist? Sie spawnen dann natürlich gerade alle. Wir dich hier. Es gibt keinen anderen Weg sonst. Das ist nur einmal so ein Rondell und da oben ist nichts mehr. Na Leute, ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Folge an der Stelle und wir gucken in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.